Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ganz kurz, kurz innehalten. Warum, woher kommt innehalten eigentlich? Was hält man denn inne? Innehalten heißt, glaube ich, Luft anhalten so, oder? Innehalten? Innehalten? Ich check's nicht. Ich wollte nur sagen, ihr seht alle wieder wunderschön aus. Ihr habt euch wieder rausgeputzt, oder? Seid ehrlich. Ihr habt euch, ich merke das immer, ihr macht euch schön. Danke. Danke. Ich schätze das sehr wert, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute reinzuhören bei Lea in Flammen. Haben sich einige gewünscht. Wir haben ja einige von den letzten Releases von Lea auch schon zusammen abgecheckt, die mir alle echt mega gut gefallen haben. Hauptsächlich haben wir die Feature-Songs immer mit Lea sehr aktiv verfolgt. Und check gerne meine Lea-Playlist ab. Ich habe alle meine Lea-Reactions in der Playlist gemacht. Die findet ihr unten in der Beschreibung unter diesem Video. Ansonsten würde ich sagen, hören wir ganz gespannt rein. Wir sehen schon ein großes Auge. Meint ihr, das Auge hält gerade auch inne? Wahrscheinlich schon. Ich freue mich sehr drauf. Lea ist eine unfassbar talentierte Künstlerin, eine der talentiertesten Künstlerinnen Deutschlands, würde ich sagen. Und es ist ganz krass, weil man bei ihr auch nie genau weiß, in welche Richtung es geht. Sie hat hier und da mal so leichte Rap-Elemente drin, natürlich auch gerade bei den Feature-Songs irgendwie. Ansonsten spielt sie mit ihrer Stimme. Sie kann sehr, sehr hoch, sehr tief, sehr kraftvoll, sehr sanft. Und ich freue mich immer drauf, bei ihr reinzuhören. Deswegen heute in Flammen von Lea und ich würde sagen, los, ich will gar nicht auf ihr Auge auf Play drücken. Ich klicke, wo klicke ich denn hin? Ich klicke auf eine Wimper. Kann man sich was wünschen, nämlich. Umzug nach Hannover, vielleicht gerade so vor einem Jahr, war gar nicht auf der Suche. Auf einmal warst du da, hab dich nicht aus dem Kopf gekriegt. Irgendwie bisschen schock verliebt im strömenden Regen zu dir. Und plötzlich ist morgens um vier. Oh shit, ich mag den Anfang. Der Song fängt direkt, also man ist direkt drin. Da gibt's kein, es fängt langsam an. Nee, wir sind direkt drin. Ich mag's, wie sie die Story erzählt. Es ist eine zusammenhängende Story. Und ich mag auch diese leichte Kamerafahrt von ihrem Auge weg. Verliebt im strömenden Regen zu dir. Und plötzlich ist morgens um vier. Tiefgewitzer am Kerzenlicht. Vom Bett aus kann man die Sterne sehen. Wird dir gern bleiben und nie mehr gehen. Du siehst in mir was, was ich nicht sehe. Und ich dachte, ich wär mehr für dich. Das ist für mich alles, aber wir sind nichts. Ich zünd alles an. Oh, okay, bevor wir dazu kommen, zwei Zeilen, die ich sehr, sehr, sehr strong fand. Ich würde gern sehen, was du in mir siehst. Und ich dachte, wir sind alles, doch wir sind nichts. Ich wäre gern alles für dich, doch wir sind nichts. Die beiden Zeilen. Siehst du mir was, was ich nicht seh? Die fand ich sehr gut. Ich dachte, ich wäre mehr für dich. Das ist für mich alles. Jetzt, die Zeilen finde ich auch sehr gut. Nichts. Ich zünd alles an. Boah. Die Bilder im Kopf, was wir waren. Du wolltest für uns keinen Namen und jetzt stehen wir. Das ist das, was ich gerade meinte. Es ist richtig krass. Sie hat eine sehr kraftvolle Stimme hier gerade, schafft es aber trotzdem, dann ein, zwei Worte so rauszuflüstern quasi. Also die volle Kraft rauszunehmen und so leicht einfach. Es ist, ich finde ihre Voice Control insane. Und jetzt stehen wir in Flammen, keiner löscht uns verdammt. Und ich wusste von Anfang an eigentlich, dass das mit uns nicht gut ausgehen kann. Warum bleib ich und du? Oh. Ganz kurz auch, Musikvideo super simpel, aber super, super effektiv und schön. Wir haben einfach, Lea, ey, ganz kurz auch, die Haare hier, wie das geflochten ist, sieht super schön aus. Und auch der Schmuck, das passt einfach. Wir haben eine super coole Kamerafahrt, ja, es ist ein One-Take, das heißt, wir haben keinen Cut drin gehabt bis jetzt. Hinten an den Wändern stehen die Lyrics dran, finde ich cool. Und das ist so leicht rot, mich würde nicht wundern, wenn irgendwo nachher auch noch ein Feuer kommt im Musikvideo, passend zu entflammen. Und das Instrumental ist natürlich super, super stark, ne? Aus dem Licht. Boah. Schreibst du mir, wie krass du mich vermisst? Geil, dass dieses aus dem Nichts, was wirklich für sie so ein Schock war, wie sie erzählt, schreibst du mir, dass du mich vermisst, aus dem Nichts. Und aus dem Nichts kam auch im Beat so dieses Bam-Bam-Bam. Aus dem Nichts. Ich mag das, wenn sich der Text und der Beat, so wenn die Hand in Hand so das widerspiegeln, was erzählt wird. Aus dem Nichts schreibst du mir, wie krass du mich vermisst. Und das alles hier so leer ist ohne mich.
Ich such Ablenkung, doch find niemand wie dich. Niemand so wie dich. Ich will niemanden wie dich. Raus aus meinem Kopf, weil du mich innerlich zerbrichst. Krass, das ist das, was ich meinte, wenn ihre, diese kraftvolle Stimme, diese Stimmfarbe von Lea habe ich bis jetzt selten nur gehört. Die ist so ein bisschen tiefer, ein bisschen kraftvoller noch. Und krass, wie sich das jetzt auch changed von ich brauche dich, du bist alles, was ich will. Und dann hat sie ihn gerade so weggeschafft aus dem Leben. Er meldet sich wieder und zeigt auf einmal, jetzt will ich dich aber. Und sie ist so hingerissen, so ich kann dich nicht vergessen, aber raus aus meinem Kopf, ich kann das nicht mehr. Cool dargestellt. Niemanden wie dich, raus aus meinem Kopf, weil du mich innerlich zerbrichst. Alles ist im Arsch, alles was wir haben, von Anfang an geahnt, hab zu spät erkannt, wütend auf mich selbst, wütend auf die Welt. Ich lieb's, das fühlt sich fast schon an wie so, wie eine Tagebuchseite oder eine Art Gedicht, wie sie es vorträgt. Ich finde das Storytelling sehr angenehm. Ich zünde alles an, die Bilder im Kopf, was wir waren. Und wie aktiv sie sich jetzt auch bewegt, wo alles so ein bisschen sich gedreht hat zu, nee, ich bin jetzt nicht mehr so verträumt und verliebt, sondern nein. Es hat sich gechanged. Ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr darauf, wie aktiv sie mit der Kamera jetzt auch spielt, in Anführungsstrichen. Du wolltest für uns keinen Namen und jetzt stehen wir in Flammen, keiner löscht uns verdammt. Starker Song. Ich wusste von Anfang an eigentlich, dass das mit uns nicht gut ausgehen kann. Warum bleib ich und tu mir das an? Seh dich nur noch in Flammen. Krass. Richtig starker Song, Mann. Das ist das, was ich am Anfang beschrieben habe, ist jetzt eingetreten, dass man bei Lea nie weiß, was einen erwartet. Es ist so eine Wundertüte. Du machst die auf, du weißt, du bekommst was für dein Geld quasi. Du weißt, es wird für gut sein, aber du hast keine Ahnung, was dich erwarten wird. Und das hat mich wirklich wieder überrascht, weil das Konzept super nice ist. Ich finde es erstmal cool, wie unterschiedlich jedes Projekt von Lea angegangen wird, ja. Das Musikvideo war ein One-Take, so. Es fängt an, wir zoomen vom Auge raus und gehen dann wieder rein. Bam. Super cool, super cool. Simpel. Man braucht gar nicht immer die krassesten Locations oder whatever. Das war simpel und effektiv. Dann im Musikvideo die kleinen Hints irgendwie. Die erste Hälfte, sie war ganz still und starr, verträumt so. Alles war cool. Und dann, als sich textlich was ändert, ändert sie sich auch. Wo es impulsiver wird im Song, merkt man auch, sie ist impulsiver vor der Kamera, hat perfekt gepasst. Am Ende, als sie wieder so ein bisschen abgeschlossen hat, wurde es wieder ein bisschen ruhiger. Wir sind wieder ins Auge rein. Mega, mega gut. Und ansonsten, ich muss sagen, ich fand es von der Atmosphäre her richtig angenehm. Es hat sich angefühlt wie ein Lea-Song, aber es war auf jeden Fall ein bisschen impulsiver noch, ein bisschen kraftvoller hier und da. Ihre Stimmfarbe war ein bisschen tiefer, als ich erwartet hätte teilweise. Und es hat mir voll gefallen vom Storytelling halt her, dass die erste Hälfte war, sie ist so drin und wünscht sich das. Und dann hat sie es aber nicht erwidert bekommen, hat sie damit abgeschlossen. Und dann meldet sich diese eine Person aber wieder und sagt, ich fühle jetzt das, was du gefühlt hast und was du dir von mir gewünscht hast. Und sie versucht erst so drauf einzugehen, aber dann merkt sie, nee, dieses Spiel spiele ich jetzt nicht. Das fand ich super cool dargestellt, sowohl im Beat als auch im Video. Und ansonsten war es natürlich auch einfach ein guter Song vom Soundbild her. Mega nice, hat mir voll gefallen. Wir hatten kein Feuer, einziges Manko, ich muss intervenieren, einziges Manko, kein Feuer. Hey, der Song heißt In Flammen. Ein kleines Feuerchen irgendwo. Also ich will jetzt hier nicht zur Brandstiftung aufrufen. Das nicht. Versteht mich nicht falsch. Aber ein kleines Feuerchen irgendwo. Hätte ich mir gewünscht. Ansonsten aber, wie gesagt, richtig cool. Vielen Dank für die Vorschläge. Bei Lea schaue ich immer gerne rein. Und ich habe noch ihr Auge hier vor mir gerade. Ich sehe noch ihr, ich zeige es euch, ich sehe noch hier ihr großes Auge mich anlächeln. Aber ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Wichtig, bleibt bitte alle so gut aussehen für heute. Ihr habt euch rausgeputzt. Das merkt man, deswegen vielen Dank. Habt einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns und tschüss.